Neulich habe ich beim Aufräumen in meinem Zimmer etwas Seltsames gefunden. Eine Nickelback-CD. Ich weiß nicht, wie die da hingekommen ist, aber überall auf der Welt haben Menschen noch seltsamere Dinge an noch seltsameren Orten gefunden. Von einer versteckten Kamera in einer Katzenfutterdose bis hin zu einem Gürtel in der Brust eines Menschen. Macht euch bereit für weitere der bizarrsten Entdeckungen, die an unerwarteten Orten gemacht wurden. Sag A. Im Jahr 2018 renovierten Bauarbeiter in der Stadt Valdosta in Georgia, USA, das Converse-Gebäude der Stadt, als sie eine Wand im zweiten Stock herausschlugen und mit einem schrecklichen Anblick konfrontiert wurden. Widerlich aber war, hunderte von menschlichen Zähnen waren darin versteckt. Insgesamt entdeckten sie etwa 1000 dieser gruseligen Zähne, genug um die Münder von 31 Menschen zu füllen. Und nach diesem gruseligen Fund kam heraus, dass in den Wänden anderer Gebäude im Bundesstaat ähnliche Zahnverstecke gefunden worden waren. Wow, was war hier also los? War das die Arbeit eines zahnmedizinbesessenen Psychopathen? Nun, wahrscheinlich nicht. Es stellte sich heraus, dass das Converse-Gebäude bis etwa 1930 von einer Zahnarztpraxis genutzt wurde. Und damals hatten die Toiletten der Menschen kleine Löcher in den Wänden, in die sie Rasierklingen steckten, wenn sie sie nicht mehr brauchten. Sie verschwanden jedoch nicht, sondern wurden einfach in den Hohlraum der Wände gesammelt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Denn damals waren Gesundheit und Sicherheit eher ein Vorschlag als ein Gesetz. Manche Zahnärzte hatten vermutlich dieselben Schlitze in ihren Praxiswänden, um die Zähne hineinzustecken, nachdem sie sie dem Patienten gezogen hatten. Ach, das waren noch Zeiten, als man sich nicht um die Hygiene kümmerte. Im Ernst, was ist so schlimm an einem Mülleimer? Der eingelegte Piet. Von jemandem, der eine Freakshow betreibt, könnte man erwarten, dass er ziemlich abgehärtet ist, was, ja, verrückte Dinge angeht. Und genau deshalb erregte es die Aufmerksamkeit aller, als Todd Ray, der die Venice Beach Freakshow in Kalifornien betreibt, wegen etwas ausflippte. Im Jahr 2016 erhielt Todd ein seltsames Objekt per Post, das ein Mann angeblich in seinem Hinterhof gefunden hatte. Bei dem fraglichen Objekt handelte es sich um... Der Mann, der es eingeschickt hatte, sagte, es sei ein totes Wesen und er habe es in Essig eingelegt, um es zu konservieren. Ja, das scheint ein völlig normales Verhalten zu sein. Es ist nicht zu leugnen, dass es wie etwas aus den X-Files aussieht. Todd ging sogar so weit zu sagen, dass es wahrscheinlich das außerirdischste Wesen sei, das er je gesehen habe, und er muss schon einige ziemlich verrückte Dinge gesehen haben. Als Christina Simmons vom Zoo San Diego einen Blick darauf warf, bemerkte sie aber, dass etwas nicht stimmte. Das Gewebe im Kopf schien in große Fleischstücke um ihn herum eingebettet zu sein und passte weder in die Konsistenz noch von der Farbe. Daher ist es wahrscheinlicher, dass es von Menschenhand stammt als organisches. Also, Moment mal, ein seltsames Objekt, das irgendeinen Typen Essig eingelegt hat, ist kein Beweis für Außerirdische auf der Erde? Mann, hoffentlich schmeckt es wenigstens nach Burger. Zwei Dinge, die in einem Burger wirklich gut schmecken, sind die Gefällt mit Abonnieren-Buttons. Okay, das stimmt natürlich nicht. Aber wenn du sie anklickst, erfährst du es als Erster, wenn ich neuen Content hochlade. Fertig? Okay, wo waren wir? Kitty Cam. Erinnerst du dich noch an die kleinen Spielzeuge, die man früher in Chipstüten und Frühstücksflockenpackungen fand? Nun, ein Brite, der in London einkaufte, kaufte Katzenfutter, das ein eher unheimliches Geschenk enthielt. Eine Spionagekamera. Nein, Purina testet keine neue verrückte Marketingkampagne. Die Kamera sollte kein Geschenk sein. Nachdem er mit der Schachtel nach Hause gekommen war, öffnete seine Freundin sie, um die Katze zu füttern. Dabei entdeckte sie das verdächtige Gerät, das so präpariert war, dass es durch ein Loch in der Schachtel hindurch filmen konnte. Erschrocken und etwas beunruhigt, kehrte das Paar in den Laden zurück und stellte fest, dass die Stelle, von der aus es aufgenommen wurde, zum Lagerraum hin zeigte, was darauf hindeutete, dass jemand es benutzte, um das Personal im Auge zu behalten. Als das Paar den Laden darauf ansprach, behauptete die Geschäftsleitung, nichts von der Existenz des Geräts zu wissen. Der Hersteller behauptete dasselbe und sagte, dass auch er keine versteckte Kamera an seinen Produkten vermutet hätte. Wenn also jemand lügt, bleibt nur eine Möglichkeit. Ein Kunde hat die Kamera aus eigenen, ruchlosen Gründen angebracht. Da es jedoch nicht möglich war, Aufnahmen von der Kamera zu machen, werden wir es wohl nie erfahren. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass der Verantwortliche nicht daran gedacht hat, die Kamera etwas besser zu tarnen. Für wen ist das Essen gedacht? Für mutierte Katzen mit drei Augen in Tschernobyl? Die Box der Verrückten.
Eines Tages im Jahr 2013 ging Reddit-Nutzer TransStopDan an den Mülltonnen vor seinem Haus vorbei, als ihm etwas auffiel. Aus dem Müll ragte eine alte, zerfledderte Holzkiste. Neugierig nahm er die Kiste und öffnete sie. Darin befand sich eine Schatztruhe voller seltsamer und größtenteils unsinniger Dokumente. Die obersten Seiten waren Seiten voller Schrift, handgezeichneten Karten und technischen Zeichnungen für Maschinen, die es nicht zu geben schien. Dann wurde es wirklich seltsam. Der Besitzer der Kiste hatte 1977 in Tampa, Florida, offenbar etwas gesehen, das ihn veränderte. Er zeichnete eine Skizze, die eine Reihe von UFOs und seltsamen außerirdischen Wesen zu zeigen schien. Nach dieser Skizze wurde der Inhalt der Kiste nur noch seltsamer und surrealer. Technische Zeichnungen wichen seltsamen geometrischen Formen, es gab viel mehr Skizzen von fantastischen Kreaturen, religiösen und außerirdischen Bildern und alle möglichen anderen scheinbar zufälligen Gegenstände wurden ebenfalls darin zurückgelassen. Das Internet war in Aufruhr, als es versuchte herauszufinden, was genau der Besitzer der Kiste gesehen hatte, wobei die Theorien von einer lichtprojektierenden Skulptur bis zu einem Tornado reichten. Ein seltsam aussehender Tornado, wenn ihr mich fragt. Was denkt ihr, ist das nichts weiter als das Geschwafel eines Verrückten oder könnte diese verrückte Kiste mehr sein? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Fragwürdige Geschäfte. Wenn du die Reality-Show Storage Wars noch nie gesehen hast, verpasst du nicht viel. Die Grundidee ist, dass Leute in der Show auf den Inhalt von Lagereinheiten bieten, deren Besitzer ihre Rechnungen nicht bezahlt haben. Nur können sie nicht herausfinden, was in den Containern ist, bis sie sie bereits gekauft haben, also ist das alles reines Glück. Im Jahr 2018 erhielt ein Kandidat den Zuschlag für einen Container und bot 500 US-Dollar. Er untersuchte den Inhalt und fand einen verschlossenen Safe darin. Also engagierte er einen Safe-Knacker, um ihn aufzumachen. Der Safe erwies sich jedoch als zu schwer zu knacken, dass der Experte nicht hineinkam und der Mann einen zweiten Safe-Knacker engagieren musste, um den Job zu erledigen. Der hatte aber Glück und öffnete den Safe, um das erstaunliche Bargeld in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar zu entdecken. Wer es findet, darf es behalten. Oder? Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Als die ursprünglichen Eigentümer des Lagerbehältes erfuhren, dass er verkauft worden war, waren sie nicht glücklich. Sie zogen schon bald Anwälte hinzu und boten dem neuen Eigentümer einen Deal an. 600.000 Dollar, wenn er die 7,5 Millionen zurückgibt. Pah, für diese Summe spielte der neue Eigentümer nicht mit. Er lehnte das Angebot ab und forderte 1,2 Millionen Dollar, was schließlich auch ausgehandelt wurde. Klingt, als hätte dieses Geld einigen ruchlosen Personen gehört, die nicht wollten, dass jemand erfährt, dass sie dieses Geld hatten. Kein Wunder, dass der neue Besitzer bereit war, es zurückzugeben, aber dennoch ist das keine schlechte Rendite für eine Investition von 500 Dollar. Was die ursprünglichen Besitzer mit dem Geld gemacht haben, ist eine andere Geschichte. Ich frage mich, ob einer von ihnen Walter White hieß. Karottenring. Seit 2004 glaubte die Kanadierin Mary Grams, ihren Diamantverlobungsring verloren zu haben, als sie auf dem Familienbauernhof Unkraut jätete. Sie ahnte nicht, dass er 13 Jahre später auf eine der bizarrsten Arten wieder auftauchen würde. Aus Scham hatte Mary außer ihrem Sohn niemandem von dem Verlust erzählt und einen billigeren Ersatzring gekauft, um den Verlust zu vertuschen. Im Jahr 2017 zog ihre Schwiegertochter Colleen jedoch gerade Karotten aus dem Boden, als sie eine etwas seltsam aussehende Karotte pflückte. Sie schaute genauer hin und stellte fest, dass die Karotte auf unglaubliche Weise durch einen Diamantenring hindurchgewachsen war und diesen fast vollständig absorbiert hatte. Überrascht zeigte sie ihn ihrem Mann, der sofort wusste, wem der Ring gehörte. Einen Anruf später war Mary wieder in Besitz ihres Verlobungsrings und schwor sich in Zukunft besser darauf aufzupassen. Was für eine inspirierende Geschichte. Ich sehe was. Manchmal stoße ich auf etwas so verstörend Verrücktes, dass ich einfach nicht anders kann, als euch daran teilhaben zu lassen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Kerl. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Frosch, oder? Aber jetzt lasst uns mal einen Blick auf sein Maul werfen, ja? Oh, lieber Gott. Ja, das ist genau das, was ihr denkt. Große, furchterregende Augen, aber das ist kein Boss im neuen Dark Souls-Spiel. Diese Augen sind das Ergebnis einer gruseligen genetischen Mutation. Es ist nicht bekannt, was genau die Mutation verursacht, aber Wissenschaftler vermuten, dass es sich um eine Infektion durch einen parasitären Wurm handelt. Und ja, es ist schrecklich. Im Wesentlichen verursacht der Wurm eine Zyste im Frosch, die so dramatische Auswirkungen auf das Tier hat, dass sie seine DNS verändert und ihm weitere Gliedmaßen und andere Körperteile wachsen. Aber das ist nicht das einzige Mal, dass so etwas passiert. 1992 wurde eine Kröte mit der gleichen grotesken Missbildung gefunden. Ich weiß, dass man auf seine Ernährung achten sollte, aber diese Jungs haben den Rat zu wörtlich genommen. Verrückte Typen.
Im Jahr 2019 stellte Tim Clark aus Auckland, Neuseeland, ein Video ins Netz, das das Internet in Aufruhr versetzte. Seine Mutter hatte ein paar seltsame kleine Kreaturen auf dem Küchenboden gefunden und, was noch seltsamer war, die Kreaturen aufgehoben. Während die meisten von ihnen tot zu sein scheinen, wackelt einer ganz deutlich mit dem Schwanz. Was könnte es sein? Zunächst dachten die Leute, es handele sich um Maden mit Rattenschwänzen, eine Art Fliegenlarve, die bei Menschen eine schlimme Infektion auslösen kann. Zum Glück für die Mutter wurde diese Theorie widerlegt. Stattdessen geht man nun davon aus, dass es sich bei den Kreaturen nicht um Lebewesen handelt, sondern um abgetrennte Beine einer Motte, die von einer Katze oder etwas anderem gefressen wurde. Was das sich bewegende Tier angeht, die Beine können von selbst zucken, nachdem sie vom Rest der Motte abgetrennt wurden. Das bedeutet nicht, dass sie noch am Leben sind, es handelt sich um eine Reflexhandlung, die durch Nervenenden verursacht wird, die auch nach dem Tod noch feuern. Also so etwas wie eine Zombie-Biene? Ich weiß es nicht, aber ich wäre mit meinen Nerven am Ende gewesen, wenn ich auf diese Dinger gestoßen wäre. Hinterhof-UFO. Geschichten über UFOs kursieren schon seit Ewigkeiten. Mit dem Aufkommen des Internets und der Smartphones ist es jedoch einfacher denn je für Menschen, ihre angeblichen Sichtungen zu dokumentieren. Ein TikTok-Nutzer postete im Sommer 2021 ein Video von einem sogenannten UFO, das er in seinem Garten in New Jersey gefunden hatte. Entweder lieben die Aliens Super Mario oder das Graffiti wurde nach der Landung aufgesprüht. Das Innere des Objekts sieht auch nicht besonders bewohnbar aus, aber wenn sie so nachlässig mit der Instandhaltung waren, könnte das erklären, warum das Ding überhaupt abgestürzt ist. Alternativ könnte es sich auch nicht um die Arbeit von Aliens handeln. Wie schockierend, ich weiß. Einige Leute denken, dass es sich tatsächlich um einen alten Fernsehsatelliten aus den 90ern handelt oder um die Spitze eines Silos. Habt ihr eine Idee, was es sein könnte? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Verwirrendes Rätsel. Beim Umzug ist es nicht ungewöhnlich, dass man etwas findet, das die alten Besitzer zurückgelassen haben. Im Jahr 2015 fand ein Paar in Phoenix, Arizona, jedoch etwas wirklich Bemerkenswertes, als es umzog. Alles begann mit einer Notiz, die sie in einem der Badezimmerschränke entdeckten. Interessanterweise war darauf eine Nummer vermerkt. Als sie dann die Küche renovierten, rissen sie eine Bodenfliese heraus und fanden etwas noch Seltsameres. Darunter befand sich ein Safe. Ohne Zeit zu verlieren, versuchten sie den Code aus dem Zettel und siehe da, er funktionierte. Im Inneren befand sich eine Auswahl an Gegenständen, darunter eine Flasche Bourbon, einige alte Fotos und, haltet euch fest, über 50.000 US-Dollar in bar. Doch es stellte sich schnell heraus, dass das Geld nicht das Interessanteste war. Im Safe befand sich auch ein Buch mit dem Titel A Guide for the Perplexed, also ein Leitfaden für die Verwirrten, sowie ein kryptischer Zettel, auf dem stand, dass im Buch Textpassagen unterstrichen seien, die man lesen solle. Ebenso spannend waren eine alte Karte von Arizona mit einem X darauf, sowie einige andere mysteriöse Hinweise. Das Paar stellte es online und schon bald versuchte jeder den Fall zu lösen, nur stimmte etwas nicht. Schaut euch dieses Foto genauer an. Angeblich sind sie mitten in der Renovierung, aber diese Schuhe sind makellos. Der Ring ist noch dran, die Nägel sind perfekt manikürt und was am schlimmsten ist, die Haarspange ist noch in ihrem Handgelenk. Sieht das nach jemandem aus, der mitten in der Renovierung steckt? Nun, wie sich herausstellte, war es das nicht. Die ganze Sache war ein Scherz, die vielen Zettel waren größtenteils nur Scheine und der Rest der mysteriösen Gegenstände war nichts weiter als ein Ablenkungsmanöver. Oh Mann, ich weiß, es ist enttäuschend, aber lasst euch das eine Lehre sein, nicht alles zu glauben, was ihr online seht. Außer meine Videos natürlich. Verrückt! Der Familienvater Bill Fisher aus North Dakota fuhr Ende 2021 für ein paar Tage in den Urlaub und ließ sein Pickup zu Hause. Als er zurückkam, sprang der Motor nicht an, also öffnete er die Motorhaube und ihm bot sich ein sehr verwirrendes Bild. Unter der Motorhaube, direkt neben dem Motor, befanden sich Walnüsse, hunderte davon. Und sie befanden sich nicht nur unter der Motorhaube. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass sich auch in den Kotflügeln Walnüsse befanden. Insgesamt musste Bill sehr viele Walnüsse aus dem Fahrzeug ausgraben, etwa 7 volle Eimer. Aber warum und wie? Was war passiert? Nun, Bill hatte dieses Problem schon mehrfach, aber dieses Mal war es definitiv das Schlimmste. Es stellte sich heraus, dass Bill ein Eichhörnchen aus der Gegend hatte, das seinen Chevrolet für die perfekte Vorratskammer für den Winter hielt. Irgendwie hatte es das freche Tier geschafft, innerhalb von nur 4 Tagen all diese Nüsse in den Wagen hinein und wieder herauszuschaffen. Das ist eine beeindruckende Leistung für so ein kleines Tier. Ich beneide den armen Bill nicht um seinen Job, ich wäre komplett durchgedreht. Ein echter Brüller.
Okay, schnallt euch lieber an. Im Jahr 2010 litt der 20-jährige Anush Ranjan aus Allahabad, Indien, unter einem schlimmen Husten. Nach Monaten ohne Besserung wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde, die eine Operation erforderte. Als die Ärzte mit der Operation begannen, stellten sie etwas Unerklärliches fest. Irgendwie hatte sich ein riesiges Stück Ledergürtel zwischen seiner Lunge und seinem Herzen verfangen. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur daran denke. Nach 3 zermürbenden Stunden Operation gelang es den Ärzten, das ganze Ding zu entfernen. Aber wie zum Teufel war es überhaupt erst dort gelandet? Nun, als er aufwachte und man ihm vom Gürtel erzählte, wurde ihm sofort klar, was das gewesen sein musste. 4 Jahre zuvor hatte er einen Verkehrsunfall. Er und sein Freund waren auf einem Motorrad mitgefahren, als sie mit einem Roller zusammenstießen und Anush dabei verletzt wurde. Nach der Notaufnahme nähten die Ärzte ihn zusammen, aber seitdem litt er an Brustschmerzen, Fieber und Atemnot. Er kam zum Schluss, dass, so absurd es klingen mag, der Aufprall beim Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Roller so stark gewesen sein muss, dass der Gurt buchstäblich in seine Brust gedrückt wurde. Und dann, was vielleicht noch unfassbarer ist, haben die Ärzte, die ihn operiert haben, das massive Stück Leder im Körper nicht bemerkt. Ich meine, also wirklich, erstaunlicherweise überlebte er den verrückten Unfall und die grobe Inkompetenz der Ärzte, aber ich bin mir nicht sicher, ob sein Vertrauen in das Gesundheitssystem das auch tat. Kennst du das, wenn du draußen spazieren gehst, um die Ecke biegst und plötzlich von einer Menge Toiletten begrüßt wird, die an den Bäumen befestigt sind? Nein, ich auch nicht. Aber wenn du 2018 in South Hill, Virginia spazieren gegangen wärst, wüsstest du genau, was ich meine. Ein Reddit-Nutzer berichtete von diesem seltsamen Anblick, aber keine Sorge, deine Toilette wird wahrscheinlich nicht aufspringen und Freiheit schreien und in den nächsten Wald rennen. Vermutlich. Diese Toiletten wurden anscheinend von einem örtlichen Klempner dort aufgestellt, vermutlich als eine Art Marketing-Gag oder er hat sein Revier markiert. Nicht, dass Toiletten das Seltsamste wären, was man in den Wäldern findet. Dieser Mann fand einen Berg von Keramikgeschirr und Teetassen, als er durch die Wälder von Pennsylvania fuhr. Bauen die Toiletten eine Armee auf? Nein, wie sich herausstellte, ist dies nur ein Teil des Defektstapels von Maryland Refractories, in dem defektes Geschirr von einigen nahegelegenen Lieferanten abgelagert wird, bevor es recycelt wird. Oh, okay, die Toiletten bauen also keine Keramikarmee auf, aber jemand anderes fand das im Wald hinter seinem Haus. Moment mal, bauen die Toiletten etwa eine Roboterarmee auf? Richtig, ich muss mir merken, was mein Therapeut gesagt hat. Die Toiletten sind nicht empfindungsfähig, sie können mir nichts tun. Geldbörsen. Wenn du die Brieftasche von jemandem findest, würdest du sie zurückgeben oder behalten? Ich würde hoffen, du gibst sie zurück. Was wäre, wenn du, ich weiß nicht, 15 Brieftaschen finden würdest? Nun, ein Klempner in Illinois hat genau das gefunden, als er 2019 an der Renovierung eines alten Schulgebäudes arbeitete. Die Geldbörsen lagen aber nicht einfach herum. Sie waren hinter einem Luftschacht in einer der Wände versteckt. Und sie stammten alle aus den 40er Jahren. Das bedeutet, dass sich darin alle möglichen alten Fotos und Dinge befanden. Alles Mögliche außer Bargeld, was darauf hindeutet, dass der Vorrat wahrscheinlich das Werk eines Diebes war, der die Beweise für die Missetaten versteckte. Sie ahnten nicht, dass ihr Verbrechen 80 Jahre später ans Licht kommen würde. Die Namen der Besitzer wurden auf Facebook gepostet und einige Eigentümer meldeten sich. Die 89-jährige Betty Sissom fand ihre alte Sozialversicherungskarte wieder, ein Foto von sich und ihrem Jugendschwarm und ein Bild ihres Bruders, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte. In einer Brieftasche wurde auch ein Liebesbrief gefunden und nachdem der Besitzer ausfindig gemacht wurde, stellte sich heraus, dass die beiden Highschool-Liebenden glücklich verheiratet sind. Oh Mann, das ist viel zu harmlos. Ich muss dir wieder so ein ekliges Alien-Ding zeigen, bevor du merkst, dass ich Gefühle habe. Seltsames Fundstück am Straßenrand. Okay, zurück zu ekligen Alien-Dingen. Im Februar 2022 ging der in Sydney lebende Harris Hayes draußen joggen, als er in der Nähe einer Pfütze am Straßenrand auf dieses Ding stieß. Natürlich fing er an, es zu untersuchen. Leider brachte ihn das Herumstochern nicht weiter bei der Frage, was das eigentlich war. Also postete er das Video auf Instagram, wo es schnell aufgegriffen und erneut geteilt wurde. Doch auch nachdem er es den Online-Massen präsentiert hatte, konnte sich niemand einigen. Die Leute brachten alle möglichen Ideen ins Spiel, ein Tintenfisch-Embryo, ein keimender Samen oder eine mutierte Kaulquappe. Doch trotz all der Vermutungen weiß immer noch niemand, was es ist. Ich persönlich vermute, dass es sich um eine neue Art von extrem seltenen Wasserelefanten handelt. Ich meine, seht euch nur mal diesen Rüssel an. Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ohrangst. Wir haben bereits einen Mann gesehen, der einen Gürtel im Körper stecken hatte, aber ein Bewohner der südchinesischen Provinz Guangdong fand etwas, das wohl noch schlimmer war. Der Mann wachte eines Nachts auf und klagte seiner Familie über einen stechenden Schmerz im rechten Ohr. Besorgt griffen sie nach einer Taschenlampe, leuchteten hinein und waren entsetzt über das, was sie sahen. Eine riesige Kakerlake hatte sich dort verkeilt und sich im Gehörgang gewunden.
ekelhaft. Ohne zu zögern brachten sie ihn ins Krankenhaus, wo ein Ohrenarzt sich die Sache genauer ansah. Und wenn ihr dachtet, eine Kakerlake wäre schon schlimm genug, dann haltet euch fest. Es stellte sich heraus, dass sich in seinem Ohr über ein Dutzend Kakerlaken wanden, die meisten davon Neugeborene. Der plötzliche Schmerz im Ohr kam daher, dass sie ausschlüpften. Warte, ich übergebe mich kurz. Zum Glück für ihn konnte der Arzt alle Insekten mit der Pinzette entfernen, ohne bleibende Schäden zu hinterlassen. Das ist ja toll und so, aber es erklärt nicht, wie all diese Kakerlaken überhaupt dorthin gelangen konnten. Nun, anscheinend hatte dieser Herr die schlechte Angewohnheit, Essensreste in der Nähe seines Bettes liegen zu lassen, was Kakerlaken und anderes Ungeziefer anlockte. Eine dieser Kakerlaken fand sein Ohr anscheinend so ansprechend, dass sie sich dort niederließ, ihr Lager aufschlug und, naja, ihre Eier legte. Ich werde mir merken, nie wieder im Bett zu essen. Eine geheime Stadt. Vor etwa 60 Jahren, im Jahr 1963, war ein Türke gerade dabei, sein Haus in Kappadokien zu renovieren, als er auf etwas absolut Verrücktes stieß. Nachdem er eine Wand im Keller eingerissen hatte, fand er zu seinem Schrecken dahinter einen geheimen Raum. Und in diesem Raum befand sich ein langer Tunnel, der unter das Haus führte. Wie jeder vernünftige Mensch griff er zur Taschenlampe und ging den Gang hinunter. Am Ende erwartete ihn ein Anblick, wie er ihn noch nie zuvor gesehen hatte. Der Gang weitete sich zu einer riesigen, labyrinthartigen Reihe von Tunneln und Kammern, die sich unter seinem Haus in alle Richtungen erstreckten. Durch Zufall hatte der Mann die antike, unterirdische Stadt Derinkuyu entdeckt. Moment, Derinkuyu was? Nun, Derinkuyu ist eine von mehreren unterirdischen Städten in der Türkei. Sie begann im 8. Jahrhundert vor unserer Zeit mit ein paar Höhlen, aber die Bewohner erweiterten sie nach und nach. Und erweiterten sie und erweiterten sie. Im 8. Jahrhundert nach unserer Zeit war die Stadt vollständig ausgebaut, mit Schulen, Kirchen und Dutzenden von anderen Kammern, die Platz für eine Bevölkerung von 20.000 Menschen bot. Während dieser Zeit dienten sie Christen als Zufluchtsort vor den muslimischen Arabern während der arabisch-byzantinischen Kriege. Tiefe Brunnen versorgten die Stadt sogar mit Wasser aus einem unterirdischen Fluss, sodass die Menschen die Höhle nur selten verlassen mussten. Die Jahrhunderte vergingen, doch die Stadt wurde weiterhin von vielen Völkern genutzt. Tatsächlich war sie, als der Mann sie 1963 entdeckte, erst seit etwa 40 Jahren verlassen. Man fragt sich, warum das Haus überhaupt mit der Stadt verbunden war. Vielleicht ein Aussichtspunkt? Wie auch immer die Antwort lautet, heutzutage ist Derinkuyu eine beliebte Touristenattraktion. Also kannst du es selbst besuchen und dir ein Bild davon machen. Fingerfood. Ich kann es nicht leugnen, dass ich ab und zu gerne einen dreckigen Burger esse, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals wieder einen essen werde, wenn ich diese schreckliche Tortur erlebt hätte, die Estefani Benitez im September 2021 durchmachen musste. Die Bolivianerin hatte gerade einen Hamburger bei einer ihrer Lieblings-Fastfood-Ketten gegessen, als sie etwas Seltsames in ihrem Mund bemerkte, etwas, das kaubarer war als normal. Verwirrt zog sie das seltsame Stück Fleisch heraus, nur um zutiefst angewidert zu sein, was sie in ihrer Hand sah. Estefani hatte auf dem Nagel eines abgetrennten Fingers gekaut. Verständlicherweise angewidert und wütend konfrontierte die verärgerte Frau das Personal und verlangte zu wissen, wie so etwas passieren konnte, aber niemand konnte antworten. Also postete sie ihre Erfahrung online und als die Geschichte bekannt wurde, kam die Wahrheit hinter dem fehlplatzierten Finger in ihrer ganzen grotesken Pracht ans Licht. Es stellte sich heraus, dass einer der Mitarbeiter in der Burgerfabrik eine Maschine bediente, also einen kostspieligen Fehler machte und einen Teil des Zeigefingers in der Maschine verlor. Nachdem er ins Krankenhaus gebracht worden war, konnte das fehlende Stück aber nicht wiedergefunden werden, zumindest nicht bis Estefani es fand. Irgendwie war er durch die Qualitätskontrolle gelangt und landete mitten in ihrem Burger. Als Reaktion auf das Desaster wurde die Filiale vorübergehend geschlossen und das Unternehmen mit einer Geldstrafe belegt. Ich kann nur sagen, dass das Essen in diesem Fall wirklich nicht zum Fingerabschlecken gut war. Puh, das sind so ziemlich alle bizarren Entdeckungen, die ich heute für euch habe. Was fandet ihr am seltsamsten? Und habt ihr jemals etwas so Seltsames und Unpassendes gefunden, dass es in diesem Video vorkommen könnte? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.